Hey Leute! Ja, in diesem Video geht's ganz genau um das, was ihr gerade denkt. Heute geht's hier nämlich um das Thema... da. Naja, um ganz genau zu sein, geht's heute mal um die Theorie. Also noch genau um die Strategien dahinter. Nun ja, es ist so, viele meiner Freunde haben völlig verschiedene Ansichten darüber, wie man das gezielte Interesse einer Frau weckt. Also... Ja, na klar, ein paar Puristen sind immer noch der Meinung, Frauen geht's ums Geld. Ich persönlich denke mir aber, das kann ja wohl schlecht alles sein. Ich meine, hey, wer in unserem Alter hat schon genug Kohle, um einzig und allein damit ein Mädel zu beeindrucken? Und für den, der jetzt ganz laut hier geschrien hat, ja, das wird auf Dauer ganz schön teuer. Und glaub mir, alle wissen's. Wieder andere sind da ein bisschen filigraner, ja, die Feingeister unter uns. Sie beeindrucken dann die Frauenwelt mit Talent. Eine Sache zum Beispiel, die ich echt stylisch fand, war ein Kumpel von mir bezeichnet seine Gitarre als den ultimativen Schenkelöffner. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und hab mir gedacht: Du Mädchen, du kennst mich nicht, doch ich will dich. Und du fragst mich, was soll das, das ist lächerlich. Nein, ist es nicht, denn ich will dich. Zugegeben, wenn man in dieser Hinsicht relativ talentfrei ist und es dann noch zu direkt anstellt, dann ist diese Methode nicht unbedingt erfolgversprechend. Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist wirklich nicht leicht, diese ganze Nummer mit dem Umwerben. Schönes Synonym. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, alle reden von Emanzipation und das ist auch gut und schön, aber wenn es darum geht, den ersten Schritt zu tun und vor allen Dingen das erste Dinner zu bezahlen, bleibt es doch an uns hängen. Seht ihr das falsch, Jungs? Also ganz ehrlich, ich für meinen Teil bin da auch so ein bisschen altmodisch, weil ich bezahle lieber, als dass ich es meiner Freundin tun lasse. Aber der Weg bis dahin, der ist das Problem. Ein abgrundtiefer, schluchtenartiger Weg voller Zweifel, Fettnäpfchen und dämlicher Ideen. Und kommt jetzt wieder einer an und sagt, der Weg ist das Ziel. Leute, ganz ehrlich, selten war ich so auf eure Meinung gespannt. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Welche Strategien kennt ihr? Und ganz ehrlich, welche sind die absolut dümmsten, die ihr euch vorstellen könnt? Diese Frage geht vor allem auch an alle Mädels da draußen. Und ja, Google Insight sagt, ich habe weibliche Zuschauer. Also hey, her mit eurer Meinung. Verleugnet euch nicht. Lasst einen Kommentar da, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, Leute. Tschüss!